Als die dorischen Kolonisten aus Sparta auf dem Felsrücken hoch über dem Mittelmeer ihre Stadt anlegten, lag die Katastrophe fast 700 Jahre zurück. Wind und Wasser hatten den Bimsstein abgetragen, der zweifellos auch den Messavuno bedeckt hatte. Ohne es zu wissen, erbauten sie ihre Stadt auf und mit dem Gestein, das den Kern des Santorin-Archipels bildet. Es sind die Bruchstücke einer Landmasse, die vor etwa 23 Millionen Jahren am Beginn des Neogens bestand. Dieser Kleinkontinent, ein Terran, hatte sich gebildet, als sich der Tethys-Ozean zwischen Afrika und Eurasien immer weiter schloss. Die letzten Überreste jenes Ozeans, der vor 150 Millionen Jahren den Superkontinent Pangea in Ost-West-Richtung auftrennte, bildet heute das kümmerliche Mittelmeer. Durch das Vorrücken der afrikanischen Platte gegen die eurasische entstanden an den Rändern des Tethys-Ozeans immer neue Inselketten und Gebirgsaufhaltungen. Die Gesteine, die heute den höchsten Berg Santorins, den Profitis Ilias, sowie die Hügel Messavuno, Gavrilos und Monolithos bilden, wurden ursprünglich im Mesozoikum, also dem Erdmittelalter, auf dem Ozeanboden der Tethys abgelagert. Vielfach überformt und durch Druck und Hitze teilaufgeschmolzen, wurden sie als Terran Ägäis aufgefaltet. Als sich die afrikanische Platte immer weiter auf die eurasische zubewegte, kam es im Gefolge zum Krustenkollaps. Das Terran zerbrach und wurde größtenteils vom Meer überflutet. Die höchsten Erhebungen dieses ehemaligen Terrans ragen heute als metamorphe Gesteinskuppen aus dem Mittelmeer. Sie bilden auch den Inselbogen der Kykladen. Doch vor etwas mehr als einer Million Jahren setzte eine ganz neue Entwicklung ein. Es begann eine Phase intensiver vulkanischer Aktivität südlich des Profitis Ilias-Komplexes im Gebiet der heutigen Akrotiri-Halbinsel kam es zu submarinen Vulkanausbrüchen. In der Nähe des Leuchtturms Fanari an der Südspitze Santorins kann man deren Auswirkungen heute noch beobachten. Dort sind rote, marine, eisenhaltige Konglomerate mit Schwämmen aufgeschlossen. Der graue Bimstuff, der sie überlagert, enthält Strandgerölle. Diese Ablagerungen sind Zeugen der ältesten vulkanischen Phase von Santorin und wurden später durch Aufdomungen über 100 Meter aus dem Meer herausgehoben. Als die Lava-Ausflüsse immer mehr zunahmen, hob sich im Südwesten des Profitis Ilias-Komplexes die Akrotiri-Vulkaninsel aus dem Meer. Sie wuchs stetig an und überlagerte schließlich einen Großteil des alten metamorphen Kykladenmassivs. Vor etwa 500.000 Jahren brach ein weiterer Schildvulkan im Norden aus
und bildete die Peristeria-Insel. Seine Larven sind heute in den Bergrücken südlich von Ia nachweisbar. Schließlich kam es vor 200.000 Jahren zu einer gewaltigen vulkanischen Explosion, die so große Mengen an Laven und Bimsstein ablagerte, dass die bislang separaten Inseln zu einer einzigen großen Insel vereinigt wurden. Im Zentrum dieser kreisförmigen Insel bildete sich, nachdem die Magmakammer sich entleert hatte und eingestürzt war, ein erster früher Kratersee, die Bu-Caldera. Diese und ihre Nachfolgerin, die Skaros-Caldera, lassen sich in der heutigen Kraterwand noch an der Schichtenfolge nördlich von Imerovikli nachweisen. In einem komplexen Wechselspiel von vulkanischen Ablagerungen, Magmakammereinbrüchen sowie Erosion und Abtragung wurden diese Caldera-Seen einerseits erweitert, aber auch wieder zugeschüttet.